Drohungen und Beleidigungen, Unterschrift NSU 2.0. Mehr als 80 rassistische und hasserfüllte Schreiben soll ein heute 54-Jähriger verfasst und abgeschickt haben an Politikerinnen, Rechtsanwälte und Journalistinnen. Ihre Adressen habe er sich unter Vorspiegelung falscher Identitäten von der Polizei besorgt, zeigte sich die Staatsanwaltschaft überzeugt. Das Frankfurter Landgericht verurteilte den Mann heute zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft. Er hatte die Vorwürfe bis zuletzt zurückgewiesen. Fragen wir nach bei Oliver Feldfort in Frankfurt. Wie wurde das Urteil begründet und wie ist dieses Strafmaß zu bewerten? Ja, die Richterin hat in einer sehr langen Begründung und sehr deutlich und sehr technisch detailliert belegt, was alles auf seinem Rechner gefunden werden konnte. Alles über ein Tor, über das Torsystem verschlüsselt zwar, aber dennoch haben Fachleute etliches finden können, so die Richterin, und hat das, wie gesagt, sehr detailliert aufgelistet. In über 80 Schreiben, teils als Mail, teils als Fax, sei das rausgegangen. Man hat auch Kontakte, Kontaktdaten auf seinem Rechner gefunden. Und so hat Alexander M., der in seinem letzten Wort noch mal deutlich gesagt habe, er hätte das nicht geschrieben, er sei in einer Gruppe gewesen, die gemeinsam eine Dropout-Box sozusagen hatte, auf der Drohschreiben lagen. Die hätte er auch heruntergeladen, aber nicht selbst verschickt. Er sei es also nicht gewesen. Dem hat das Gericht nicht gefolgt. Das Gericht ist aber auch unter der geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft geblieben. Die hatten 7,5 Jahre gefordert, 5 Jahre und 10 Monate. Über ein Jahr ist er jetzt bereits in Untersuchungshaft. Das wird angerechnet. Und man muss abwarten, ob die Verteidiger von Alexander M. das Urteil so stehen lassen oder in Berufung gehen. Ja, wie hat denn der Angeklagte jetzt heute auf das Urteil reagiert? Sie haben es ja gerade gesagt, er hat ja vor der Urteilsverkündung alle Vorwürfe noch mal zurückgewiesen. Es ist offenbar ein sehr emotionaler Mensch. Er hat ja am Anfang des Prozesses den Stinkefinger in alle Kameras gehalten, sich zwar danach entschuldigt. Er hat sehr engagiert auf sehr breitem Berlinerisch heute erklärt, auf über 90 Seiten Papier, die er vorgelesen hat, sehr engagiert erklärt, warum er das, was in den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft drinsteht, so nicht gewesen sei. Er hat dann sich zurückgelehnt, versteinertes Gesicht, verschränkte Arme und hat nichts mehr gesagt, teilweise mit dem Anwalt leise geflüstert, was die Richterin sofort abmahnte. Aber dennoch, er ist für seine Verhältnisse sehr, sehr zurückhaltend gewesen, förmlich konsterniert. Gucken wir noch mal auf den ganzen Fall. 3 Jahre soll der Mann Hassmails verschickt haben, haben wir schon gesagt. Wie genau lief das ab? Wie kann man sich das vorstellen? Es waren ja vor allem prominente Frauen auch betroffen. Ja, da gibt es einige Fragezeichen für mich noch. Also er wird beschrieben als ein Einzeltäter, der zwar in Gruppen unterwegs war. Er selbst sagte, er hätte nur als Troll im gehobenen Niveau unterwegs gewesen, so seine Worte. Das Gericht ist ihm da nicht gefolgt. Die Richterin hat klar gesagt, nein, sie waren aktiv, es waren Schreiben, die beleidigend waren. Sie haben sehr eigenwillige Sprache gewählt, sehr eigenwillige Satzzeichen gewählt. Sie sprach, die Richterin, von einer sehr eigenen Mischung von Formal- und Fäkalsprache. Dieses alles hat er verfasst des Nächtens in seiner Einzimmerwohnung in Berlin. Er ist wohl schon längere Zeit arbeitslos gewesen zu dem Zeitpunkt. Und er soll das alles alleine verfasst haben und sich die Daten, die Kontaktdaten, um diese Nachrichten verschicken zu können, die soll er sich besorgt haben, indem er bei Polizeirevieren in Frankfurt, Wiesbaden und wohl auch Berlin angerufen haben soll und unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen gesagt habe, er sei Polizist. Und dann habe man ihm diese Kontaktdaten gegeben, und zwar auch Daten, und da mache ich jetzt auch persönlich ein kleines Fragezeichen dran, von Anwältinnen und von Politikerinnen, deren Daten ausdrücklich gesperrt waren für die Öffentlichkeit, die also geheim waren. Das ist ja wirklich ein Punkt, wo man noch mal genauer hingucken muss. Betroffene sagen ja auch, das sei eben nicht die Tat eines Einzeltäters. Ja, wie ist das einzuordnen, wenn Sie auch sagen, er hat sich auf diesem Wege die Daten von diesen Opfern geholt? Da ist die Richterin auch sehr deutlich geworden. Sie sagt, wir können belegen, wie es geschehen ist. Wir können aber die Hintergründe der Datenabfrage
auf Deutsch, wie der Angeklagte Alexander M. zu diesen Kontaktdaten gekommen ist. Diese Aufklärung sei nicht gelungen. Und da seien andere dran, da würden Ermittlungen laufen, da müsse es dann wohl ein weiteres Verfahren geben. Und da wurde sie auch sehr deutlich und benannte auch Punkte, die in diesem Verfahren dann zu klären seien. Also man könnte sagen, die Richterin machte auch ihre kleinen Fragezeichen an den Inhalt und an die Einzeltäterthese. Die Nebenklägerinnen, die Anwältin Seda Basayildis unter anderem, haben eben nach der Urteilsverkündung auch ganz deutlich gesagt, sie glauben nicht, zumal beim ersten Schreiben 2018 das an Basayildis gegangen ist, dass das von diesem Angeklagten ausgegangen ist. Sie glauben, dass das aus der Polizeiwache selbst von einem Polizisten geschrieben worden ist, dass also diese Daten nicht ausschließlich, sagen wir mal, durch Betrug in die Hände von Alexander M. gekommen sind, sondern dass sehr wohl da Polizistinnen und Polizisten auch gerade im Revier 1 in Frankfurt ein rechtes Netzwerk gebildet hätten. Da gibt es auch eine Chatgruppe, die im Zuge der Ermittlungen ausgehoben wurde, und dass diese Daten sehr bewusst wohl weitergegeben worden seien und mutmaßlich das erste Schreiben auch aus deren Reihen versendet worden sei. Bleiben noch viele Fragen offen. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung, Oliver Feldfurth nach Frankfurt.